Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu meinem neuen Video, das zweite in diesem neuen Jahr. Ich möchte heute gerne mal so ein bisschen einen gedeckteren Look schminken, also so ein bisschen natürlicher. Das letzte Video war ja, also der letzte Look war ja ein bisschen Shabam, so ein bisschen Bam in your face. Jetzt möchte ich das Ganze etwas neutraler am Auge gestalten, so ein bisschen alltagstauglich machen. Und dazu habe ich mir eine Lidschattenpalette rausgesucht, die ich nämlich noch gar nicht gezeigt habe. Gleichzeitig kann ich da auch noch meine Meinung zu sagen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Ganze nenne. Aber das seht ihr ja dann. Die Palette habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir die letztes Jahr gekauft hatte. Keine Ahnung. Und so heißt es die Dominique Cosmetics. Diese Latte Palette, die sieht so aus. Ich hoffe, das blendet, ne? Das ist so eine goldene Verpackung. Hinten sind die Farben relativ neutral, bis auf das Blau und das Lila ist ein bisschen Pop of Color. Aber die verwenden wir ja heute auch nicht. Kann man, aber ja. Und die hat eine weiße Fläche mit einer goldenen Schrift. Da steht auch Dominique und Latte Palette drauf. Es ist eine YouTuberin, eine amerikanische, glaube ich. Und das ist ihre eigene Marke, meine ich, genau. Die gab es bei, oder die gibt es bei Beauty Bay. Jetzt ist die, glaube ich, reduziert. Warte mal, was hat denn die vorher gekostet? 35 und ich, wo ich das letzte Mal geguckt habe, war sie für 25 zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch so ist. Ich kann ja dann mal verlinken. Ein Spiegel hat sie. Der ist genial, richtig schön klar. Und das sind die Farben. Also sehr neutral, bis auf die zwei Töne hier. Aber ansonsten ist es wirklich so eine Nude-Palette mit zwei Pop of Color. Zwar nicht zu knallig, aber es ist doch Farbe drin. Genau, und wir haben genau drei schimmernde Töne. Und die sind wirklich gut. Also ich habe noch nie so gute Schimmertöne gehabt wie jetzt die. Das kann ich jetzt schon mal vorab sagen. Die sind wirklich gut. Und dann haben wir natürlich noch einen Ton, um die Base zu setten. Transition Colors haben wir. Das dunkle Braun. Also wir haben richtig schöne Farben. Man kann schöne Looks damit schminken. Wie gesagt, wir machen ja heute etwas Gedecktes. Deswegen werde ich mich hauptsächlich hier unten da in der oberen Reihe aufhalten und dann werde ich natürlich einen Schimmerton verwenden. Ich finde die echt toll, ich kann die ja mal swatchen, die drei. Die sind wirklich sehr schön. Also ich sag ja, das ist die schönsten Schimmertöne, die ich je irgendwo gesehen habe. Also das ist abartig. Wirklich, also so schön habe ich noch nie irgendwelche Lidschatten gehabt. Also mir sind zwar schon einige untergekommen, aber das ist schon hart. Also da zeige ich euch auch mal zwei matte Töne. Das sind die hier, ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Dann diese hier. Also wie gesagt, die haben schon eine gute Pigmentierung, muss ich doch schon sagen. Also ist wirklich gut. Jetzt noch diese Pop of Color. Was muss ich jetzt dazu noch sagen? Also das ist das ist pigmentiert. Also da kann man nichts sagen. Das ist, und es ist auch wirklich auch auf dem Auge wirklich super. Das seht ihr jetzt gleich. Also das ist sehr, 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 sehr schön. Ach, ich bin froh, dass ich diese,
diese Lappen hier habe. Die mir retten einem gleich das Leben. So. Dann fangen wir an, mal diesen etwas gedeckteren Look zu schminken. Dann nehme ich mal diesen zu Eva Pinsel. Ich tue euch da ein bisschen näher ranholen. Ja, gehen wir mal als erstes in Camel, also in den hier. Und geben den in die Lidfalte. Wie gesagt, heute wird es etwas natürlicher. Aber das kann man ja auch mal so machen. Und wie gesagt, die sind so weich und buttrig. Haben eigentlich auch kaum Kickback, als wenn ich jetzt so reingehe. Hat man eigentlich... Warte, seht ihr das? Ist ein bisschen blöd jetzt. Also es krümelt ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Also Anastasia Beverly Hills ist schlimmer, vom Kickback her. Da habe ich mehr, auf jeden Fall. Aber die ist sehr geschmeidig. Und sehr, sehr weich auch. Also... Die sind sehr gut. Ich habe auch die Lemonade. Die finde ich auch gut. Wobei ich schon ein paar Mal gehört habe, dass viele die nicht so gut finden, kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich habe mit der keine Probleme. Was nehme ich denn jetzt? Dann nehme ich Pumpkin Spice. Das ist so ein bisschen was Rotbraunes. So ein Dachziegel. Das tue ich dann ein bisschen verstärken. Wie gesagt, mit der anderen Palette habe ich auch keine Probleme. Ich weiß nicht, warum die so schlecht bei manchen abschneidet. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe da jetzt gar keine Probleme mit. Und ja, so sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Würde ich mal behaupten, sehr gedeckt auf alle Fälle. Dann nehme ich Hazelnut. So. Und das gebe ich dann so ein bisschen außen hin. So. Ich finde die einfach nur schön, gell? Und ihr müsst nachher echt mal gucken, wie die Schimmertöne rauskommen. Ich verzichte heute auch mal auf eine Cut Crease. Ich schmier mir das einfach heute mal so drauf. So, das verzichte ich da mal drauf. Ich tue mir das mal so drauf. Auch nicht irgendwie ansprühen oder so. Das mache ich jetzt auch nicht. So. Dann möchte ich es aber doch ein little bit verdunkeln, aber nur ein bisschen. Dann nehme ich Mokka, das ganz dunkle Braun. Und dann tupfe ich da ein bisschen drüber. Ein ganz kleines bisschen. Aber es ist trotzdem immer noch alltagstauglich, weil die Farben sehr gedeckt sind. Finde ich. Na, wenn man jetzt das Lila und dieses Blau, also Double Shut und Cold Brie, wenn man jetzt die noch nehmen würden, oder halt hauptsächlich mit den Schminken, dann wäre es natürlich ja, so ein fast für abends oder so. Genau, das wäre jetzt das. Dann gehe ich mit fast der gleichen Reihenfolge, mache ich das unten. Da gehe ich dann mit Camel, mit dieser hellen Farbe hier. Wo ist sie? Hier, nach unten. Schön am Lid ran, am Wimpernkranz entlang. So, dann nehme ich Pumpkin Spice nochmal und gebe mir das an die oh, ich finde die so toll, ne? Dann Hazelnut.
So schön. So. Und dann noch ein bisschen Mokka. Ich will nicht zu viel. Gott. So. Boah, ich finde das so schön. Ne? Das ist richtig schön natürlich. Jetzt juckt mein Ohr mehr, wie es gesetzt. So. Richtig schön. Genau, das ist das. Dann nehme ich einen flachen Pinsel. Wenn ich den finden täte, würde, möchte, hätte. Ja, da ist er. Der hier. Und dann zeige ich euch mal, wie diese Schimmertöne funkeln. Dann nehme ich Creme Brûlée. Diesen da. Und ich habe jetzt nicht angesprüht und keine Cut Crease gemacht. Und der performt eigentlich schon wirklich gut. Klar, wenn man den jetzt ansprühen würde und eine Cut Crease machen würde, wäre der vielleicht noch ein bisschen stärker, aber wir wollen es heute mal ohne machen. Wie gesagt, im Alltag mache ich das eigentlich nur ab und zu mit dieser Cut Crease oder halben Cut Crease hier vorne, aber ich dachte mir, das lassen wir jetzt mal weg. Und das machen ja auch wirklich einige immer. Und dann habe ich gedacht, ne, ich lasse es halt mal weg. Ich will euch das, guck mal, wie das aussieht. Das ist der Hammer. Ich finde, das sind echt außergewöhnliche, schimmernde Farben. Also wirklich. Und das sieht jetzt auch sehr natürlich aus. Ich will jetzt aber noch den Innenwinkel highlighten. Da nehme ich dann Macchiato. Das ist so ein silbernes Tönchen. Und ich muss auch sagen, ich habe überhaupt kein Fallout bei diesen Farben. Also seht ihr, da ist gar nichts. Und das sieht richtig gut aus. Also ich finde die Farben, ihr seht es ja jetzt selber, richtig, richtig toll. Also, und das ist quasi ein schöner Look für den Alltag. Kann man immer tragen. Ja, und wenn man es dann für abends verstärken will, nimmt man einfach zwei von denen, tut es noch ein bisschen hier und ich denke, dann hat man es gut für den Abend verstärkt. Ich ziehe mir jetzt aber trotzdem noch einen Eyeliner, das mache ich immer, aber einen ganz dünnen, weil, ja, das kann man ruhig im Alltag tragen. Das ist gar kein Thema. Müsst ihr aber nicht machen, das ist optional. Ich mache das jetzt halt, weil mich das, ja, weil ich das einfach gewöhnt bin. Und ja, genau. Was ich jetzt allerdings anders mache, wie sonst, also ich nehme eine braune Mascara. Die hat Essence jetzt erst neu rausgebracht. Mit dem Frühjahr, nee, was ist das, Herbst, Sommer? Nee, Herbst-Winter-Sortiment. Diese I Love Extreme in Brown. Zoome ich euch gerade mal ein bisschen raus wieder. Es ist zwar so ein riesen, eine Bürste, da ist auch viel dran, aber ich streife das hier immer am Rand ab. Dann geht's eigentlich. Und damit, tusche ich mir die Wimpern. Oh, wie ist dem viel? Moment. Mal dem Tempo mal abwischen. So. Ja, da kommt immer sehr viel, was mich da immer stört. Da kommt immer so viel Farbe raus. Ist zwar super natürlich für den Alltag, aber ja, da kommt so viel immer raus. Das muss man dann echt
verteilen und dann wird es immer klumpig. Aber es geht. Man muss das beherrschen. Und ich finde halt so, ist es halt ja, natürlicher für den Alltag eine braune Mascara zu haben. Ist natürlich auch für Männer, die sich schminken, zum Beispiel auch gut, wenn die sagen, nee, eine schwarze Mascara ist mir zu auffällig, ich möchte gerne was Dezentes haben, die können sich dann die braune Mascara zu Gemüte führen und haben dann trotzdem so einen Ausdruck und können dann das auch gut tragen. Aber wie gesagt, da kommt halt sehr viel Produkt raus. Ich finde das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das hat mich immer ein bisschen gestört bei der I Love Extreme. Aber in Braun ist es sehr natürlich. Gerade für den Alltag finde ich das perfekt. Geht sehr gut. Dann noch was für die Lippen. Einfach ein normales Gloss von Trended Up All Infusion Lip Gloss in 010. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Aber ich dachte mir jetzt, so als Pflege für die trockenen Lippen und weil es ja auch ein Alltagslook ist, dachte ich, das, ja, das reicht. Ja, das wäre jetzt so der Look, den ich jetzt tagsüber trage mit dieser Palette. Finde ich sehr schön, sehr natürlich, sehr frisch. Also man sieht ja gleich frischer aus. Es muss ja nicht immer bam in your face sein. Und dafür eignet sich die Palette sehr gut. Ich finde, die ist gut pigmentiert. Die Farben lassen sich gut verblenden. Wie gesagt, die Schimmertöne sind 1A. Also die sind der absolute Burner. Das ist der Reißer, wirklich. Also schaut euch die mal an, die Palette. Mir gefällt die sehr gut. Das Einzige, was vielleicht blöd ist, dass die Oberfläche, weil das halt weiß ist, dass das schnell ein bisschen anfällig wird für Schmutz. Das hier habe ich ja auch schon so eine Stelle. Aber ansonsten kann ich nichts Negatives über die Palette sagen. Ich finde die wirklich gut. Und alle, die sich die bis jetzt geholt haben, waren eigentlich durchweg zufrieden. Ich habe nichts Negatives, wie gesagt, darüber gehört, nur über die andere, obwohl ich die andere auch mag. Keine Ahnung, was da nicht richtig ist. Ich weiß es nicht. Aber ich mag die Palette.